Es war einmal ein Taxifahrer, der ging gern ins Kino und schrieb Drehbücher. Eines davon bekam Til Schweiger zu Gesicht. Er ließ den Taxifahrer Regie führen, produzierte Knocking on Heaven's Door und spielte gleich noch die Hauptrolle. Weißt du denn nicht, wie das ist, wenn du in den Himmel kommst? Im Himmel, da reden die über nichts anderes als über das Meer. 3,4 Millionen erfreuten sich an der rasanten und leichenarmen Parodie auf Roadmovies und Actionfilme. Seither hat Thomas Jahn in der Kinobranche einen Namen. Taxi fährt er nun nicht mehr. Prädikat: Märchenhaft. Mindestens einen Stern verdiente sich Rossini. In einem Restaurant wie diesem inszeniert sich Abend für Abend Münchens Filmschickeria. Stoff für ein pralles Sittengemälde à la Helmut Dietl. Es gibt nur Sex. Und Sex ist auch scheiße. 3,2 Millionen bestellten einen Tisch im Rossini. Serviert wurde ihnen ein Film wie ein Fünf-Gänge-Menü. Prädikat: schmackhaft. Die magische 3-Millionen-Grenze steuerte auch Ballermann 6 an. So heißt das deutsche Proll-Paradies auf Mallorca. Der deutsche Proll-Darsteller heißt Tom Gerhardt. Irgendwann mussten beide zusammenkommen. Endlich normale Leute! Das flache Filmchen um Promille und Partys nervt mit Pointen, die so vorhersehbar sind wie die Staus zum Ferienbeginn. Prädikat: lächerlich. Gleich doppelt besetzt war die Kategorie Katja Riemann-Film. Einmal kam die Riemann als Ausbrecherin, aber erfolgreicher mit 1,5 Millionen Zuschauern war sie als die Apothekerin. Ich liebe Menschen, denen es schlecht geht. Deshalb bin ich Apothekerin geworden. Der etwas wirre Film um Geld, Gift und Mitgift kann sich nicht so recht entscheiden, was er nun eigentlich erzählen will. Die Zeit im Kino wird ein wenig lang. Da muss man die Zähne zusammenbeißen. Prädikat: blutleer. Das eigentliche Kassenwunder hieß Jenseits der Stille, Charlotte Links Geschichte von Lara und ihren taubstummen Eltern. Überraschenderweise verschwand der Film nicht unbemerkt in den Programmkinos. Ich bin nicht mehr wie früher. Aber eines musst du wissen, Maria. Du liebst mich doch. Du weißt, dass du mich liebst. Ja, ja. Sieh mich an, Maria. Jenseits der Stille fand jenseits von Betroffenheitskitsch und spröder Korrektheit eine ganz eigene Sprache. 1,2 Millionen Besucher hörten zu. Prädikat: erstaunlich.